Einen ziemlich spektakulären Teamwechsel gibt es zu vermelden bei der nächsten Mannschaft, die wir für das German Speedway Masters 2022 vorstellen möchten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Dirt Live Talk, dem Stammtisch digitaler Natur zum Speedway-Sport und zur GSM 2022. Ich heiße Norbert Okenga und euch ebenso herzlich willkommen wie Tobias Kroner und Jan Seidler als die Stammtalk-Gäste in dieser Reihe, in der wir vorausblicken aufs GSM. Ein neuer Verein ist mit dabei und ein Fahrer, der aus dem hohen Norden gewechselt ist ins Hessische, nämlich der MSC Nidda, hat sich eingeschrieben fürs GSM und dessen Speerspitze kommt eigentlich aus der Nähe von Kloppenburg und ist ein guter alter Bekannter von dir, Tobias Kroner, nämlich René Deddens. Ja, René ist gewechselt tatsächlich und ich denke mal, das hat auch mit René Schäfer zu tun. Gehe ich von aus, der ja als der dort im Vorstand mit drin ist und da auch voll engagiert ist in dem Verein und glücklicherweise natürlich eine Mannschaft gestellt hat für die Serie. Und René tut der Serie absolut gut. Ich habe gesehen, dass er sich sehr gut auf die Saison vorbereitet, hat schon einige Trainings absolviert im In- und Ausland und René ist auf deutscher Ebene auf jeden Fall jemand, der immer mal ein Ausrufezeichen setzen kann und dementsprechend glaube ich, dass er auf jeden Fall auch in der Serie jetzt einige Punkte fahren kann, da bin ich von überzeugt. Deddens war im vergangenen Jahr in Doren, Jan, am Start für Kloppenburg. Kloppenburg ist jetzt nicht mehr mit dabei. Wo sind Sie geblieben und wie kam stattdessen Nidda dazu? Naja, Kloppenburg wollte sich nach unseren mehrmaligen Gesprächen im Winter eher mit dem Fokus auf den STC konzentrieren und das ist ja auch okay. Der STC ist eine Top-Liga, die man nicht vernachlässigen darf und das erfordert natürlich unglaublich viel Vorbereitung und auch vor allen Dingen viel Arbeitsaufwand intern im Verein und genau deswegen hat der Kloppenburger Verein diesen Schritt gewählt. Ja, ich freue mich aber trotzdem, dann auch die Nidda Crocodiles begrüßen zu dürfen. So ja, heißen sie ja tatsächlich mit ihrem Teamnamen. Finde ich super. Bringt mal ein bisschen frischen Wind in die Serie. Hört sich gut an. Und ja, vor allen Dingen auch in René Deddens dort mit im Team zu begrüßen, ist, glaube ich, für die komplette Serie wieder mal ein Mehrwert. Ich muss kurz abschwenken bei den Crocodiles, Tobias. Ich muss immer lachen über diese englischen Teamnamen, nicht wegen der Crocodiles, sondern wegen deines ehemaligen Vereins, den Ipswich Witches. Das sprich mal aus, wenn du schon drei Bier getrunken hast. Absolut. Und Crocodiles hört sich so subtropisch an. Ne? Muss wohl an der Lage von Nidda liegen, geografisch. Ja, also ist natürlich in vielen Sportarten so etabliert mit diesen englischen Namen. Ich selber muss dazu sagen, ich bin da sehr altmodisch und hab unser Team ja Emsland Speedway Team Doren genannt. Also von daher bin ich da ein bisschen altmodisch, was das angeht. Absolut coole Geschichte und ich bin gespannt, was die Jungs dann am Ende machen. Und ja, Ipswich Witches, wo du es ansprichst, das sind auch die Hexen und die haben ja auch alle sehr sonderbare Namen in der englischen Liga. Schön finde ich auch die Wolverhampton Wolves beispielsweise, wo natürlich schon Kreativität reingeflossen ist. Absolut, ja. Mit dem Maskottchen Mr. Wolf dann auch noch dazu. Aber vergessen wir das Ganze. René Deddens ist natürlich einer, der gehört eigentlich in eure Clique mit rein, wenn ich es mal so sage. Der kommt plus minus aus demselben Jahrgang wie du, wie Sönke Petersen. Das ist alles ein norddeutscher, ich will nicht sagen, eine norddeutsche Mischpoke bin ich ja auch, aber schon zumindest in derselben Generation groß geworden. Bei Deddens habe ich das Gefühl, da könnte noch deutlich mehr kommen. Also René ist tatsächlich 7 Jahre jünger als ich beispielsweise. Also er war sehr lange dabei, deswegen meinst du das sicherlich, weil er schon fährt, seitdem ich denken kann. Also der ist, glaube ich, der ist vor mir schon angefangen. Also der müsste 98 angefangen sein. Ich bin ja 99 angefangen. Das heißt, in der Generation ist er gestartet mit dem Rennenfahren, war in der Schülerklasse oder in den Schülerklassen sehr, sehr erfolgreich, hat natürlich auch immer Top-Material gehabt, davon nicht vergessen, also da wurde sehr stark investiert zu der Zeit. Die Klasse war sehr erhitzt, sage ich mal, also da haben sie wirklich alle sehr viel Engagement und Motivation reingegeben mit dem Team Lüders seinerzeit. Mike Lüders ist ja heutzutage im Norden unterwegs und sehr engagiert, pflegt dort die Speedway-Bahn und die Motocross-Bahn, veranstaltet Rennen und kümmert sich darum, dass der Verein am Leben bleibt.
Und der hat René viele, viele Jahre gefördert, bis René ja zwischenzeitlich mal eine Auszeit genommen hat. Ich weiß gar nicht, wann das genau war, ob es 2011, 2012 irgendwie so war. Danach ist er ja wieder eingestiegen. Ja, kann sicherlich mehr, als er dann auf die Bahn bringt und zeigt das ja hier und da auch immer mal wieder. Ist schwer zu sagen, warum sowas dann nicht klappt. Ne? Das sind natürlich auch immer Entscheidungen, häufig in jungen Jahren, die man trifft. Geht man ins Ausland? Ja, nein. Konzentriert man sich voll auf den Sport oder nicht? Er hat ja auch eine Ausbildung zum Polizisten gemacht, das heißt der klassisch deutsche Weg. Ist sicherlich ein talentierter Fahrer, auch ein Entertainer und tut einer Veranstaltung definitiv gut. War, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, damals jüngster deutscher Bundesliga- oder Superliga-Fahrer aller Zeiten, wenn mich das statistische Gedächtnis nicht aufs Glatteis führt, ist aber auch gleichzeitig einer der körperlich größten deutschen Bundesliga- und Superliga-Fahrer aller Zeiten, weil es nämlich rechter Lulatsch ist und hat mir dann vor Doren schon gesagt, das sei durchaus ein Handicap. Absolut. Und er ist natürlich auch noch deutlich größer als ich zum Beispiel. Also ich glaube, dass er schon nah an der 1,90er-Grenze ist. Und das sind wirklich Ausnahmen, die dann schaffen, ganz nach vorne zu fahren. Und man sieht es einfach am Fahrstil. Und gerade wenn die Bahnen schwieriger werden, wenn sie rauer werden, die ganzen Hebelkräfte, die dann wirken beim großen Fahrer, der sich dann nach hinten wirft oder nach vorne, das ist was ganz anderes, als wenn es ein kleiner Fahrer macht. Der Kopf ist ja das Schwerste und wenn man am langen Hebel den Kopf nach hinten bewegt, jeder, der sich ein bisschen mit Hebelkräfte beschäftigt hat, der weiß dann, dass es was anderes ist, als wenn ich dann wirklich ein kleiner Fahrer bin und dementsprechend, ja, also wie gesagt, er ist ein guter nationaler Fahrer und wird sicherlich seine Punkte in der Serie fahren, wird hier und da Läufe gewinnen und dementsprechend, glaube ich, passt er da sehr gut rein. Und er ist in der Tat einer der wenigen, mit denen ich mich im Fahrerlager von Angesicht zu Angesicht unterhalten kann, ohne dass ich runterschauen muss. Also mit deinen 1,90 liegst du da schon ganz richtig. Die meisten sind ja alle irgendwie, wo ich dann in eine gebückte Haltung übergehen muss. Und mit denen. So auch der zweite Mann übrigens, der zwar auch relativ stämmig, relativ groß ist, aber längst nicht so ein Lulatsch wie René Deddens. Aber dafür eine sehr interessante Figur, nämlich Jan Seidler, Paco Castagna, ein Italiener. Ja, damit schaffen wir mal wieder eine Premiere bei den German Speedway Masters. Wir hatten noch nie einen italienischen Fahrer mit am Start. Freue ich mich, dass das geglückt ist. Auch wenn Paco nicht die Junioren-Voraussetzungen erfüllt, haben wir uns im Winter, als wir die Fahrerfelder generiert haben, intern alle geeinigt, haben mit allen Vereinen Rücksprache gehalten, ob das trotzdem okay ist, weil es einfach darum geht, auch natürlich einen Mehrwert für die Serie rauszukristallisieren. Und das schaffen wir mit einem zweimaligen italienischen Meister ganz klar. Paco ist mittlerweile angekommen im Profisport und ist ja gut in England unterwegs, fährt dort, ich glaube, letztes Jahr ist er für die Birmingham Brummies gefahren. Ja, das unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, dass er tatsächlich mittlerweile ein guter Profi geworden ist. Ich freue mich drauf. Und der ist natürlich erblich vorbelastet, muss ich in die Runde werfen, als Ältester in diesem Trio. Ich habe nämlich seinen Vater noch selbst fahren sehen, Armando Castagna, Armando Nationale, wie sie ihn genannt haben. Ja, ja, Armando ist sensationell gewesen als Fahrer. Also ich habe ihn auch noch, gar nicht mehr live erleben dürfen. Ich glaube, ich kenne ihn auch nur noch aus Videos und Erzählungen. Ich kenne ihn aber persönlich, weil er natürlich sehr engagiert in der FIM unterwegs ist und dann natürlich auch in den internationalen Wettbewerben immer wieder anzutreffen ist. Ein sehr sympathischer Typ. Bitte? Findest du? Ich finde schon. Ja, ich komm sehr gut mit ihm klar, aber er ist natürlich hat er seinen eigenen Charakter. Das ist ohne Frage. Ist auch ja, sehr stark von sich überzeugt und macht da auch kein Geheimnis draus. Aber als Fahrer habe ich mir sagen lassen, war er schon sehr gut und Ausnahmekönner für die italienische Nation und hat den Sport vor Ort sicherlich nach vorne gebracht. Also ohne ihn weiß ich nicht, ob es da so viele Grand Prix in der Vergangenheit gegeben hätte, in Terenzano und Lonigo. In Lonigo war übrigens, habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Ich habe in beiden Bahnen gute Erinnerungen dran, weil ich mich in Lonigo für die Challenge qualifiziert habe, die seinerzeit 2007 in Bojans stattfand. Da war ich gerade 20 Jahre und habe mich dann da unten qualifizieren können in einem Top-Fahrerfeld.
Und Terenzano habe ich auch gute Erinnerungen, wobei die fluten immer ihre Bahnen da so fürchterlich. Die sind ja 400 Meter lang und dann werden die irgendwie nachmittags geflutet. Dann ist den ganzen Tag, also vormittags ist Training, dann ist den ganzen Tag Pause und dann ist abends irgendwie um 21, 22 Uhr Rennen. Dann ist die Bahn irgendwann noch abgetrocknet bei 35 Grad im Schatten. Und dementsprechend sind das schon sonderbare Verhältnisse da unten in Italien. Also Chapeau, dass man es schafft, sich da rauszuentwickeln bis hin in den hohen Norden nach England auf die Insel. Paco ist sicherlich kein internationaler Topfahrer. Er wird seine Punkte fahren in der Serie. Er fährt auch in den Ligen seine Punkte. Ist aber aufgrund seines Charakters als extrovertierter Typ auf jeden Fall ein Entertainer. Und ich glaube, wir können uns über ein paar Show-Einlagen freuen. Und vielleicht können wir auch mal Armando begrüßen bei dem einen oder anderen Rennen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, denn der kriegt noch einen zurück von mir. Erzähl, da will ich jetzt mehr von wissen. Der hatte irgendwann einmal auch Spaß, du hast ja richtig gesagt. Der hat eine relativ große Klappe und einen guten, derben Humor. Und irgendwann begegneten wir uns mal im Fahrerlager, als ich schon lange Eurosport gemacht habe, Speedway-Kommentiererei. Und er dann schnurstracks auf mich zu, vor allen möglichen Leuten, gesagt hätte, ich sei also derjenige, der den ganzen Stuss da immer im Fernsehen verbreiten würde. Also wie gesagt, der kriegt noch einen zurück von mir. Er kann sich ja direkt mal beweisen und mal einen Laufdurchgang kommentieren. Könnte er machen. Castagna allerdings, Jan, hat für mich schon einen Exotenstatus, der es auch durchaus lohnenswert macht, mal näher hinzuschauen und mal auch als Zuschauermagnet zu fungieren beim GSM. Absolut, also nicht nur, dass wir mit Castagna ein neues Team haben, mit den Nilla Crocodiles, sondern obendrein auch noch mit einem italienischen Fahrer. Also ich glaube, dieses Team stellt den Exoten schlechthin in der Serie und da bin ich wirklich gespannt, wie weit sie kommen können. Exotischer Name, exotischer Fahrer. Und wie sehr René Dennis vielleicht an Castagna wachsen kann, Tobias. Ja, also die können sich zumindest mal gegenseitig pushen, da bin ich von überzeugt. Ne? Das ist so, die werden sicherlich Spaß haben, die werden entertainen, die werden voll Bock haben auf die Rennen. Und das kann natürlich auch, wenn sie sich gegenseitig pushen, auch zu Erfolgen führen. Also ich glaube, die werden nicht hinterherfahren, also keinesfalls. Auch wenn man jetzt mal auf Papier schaut und von den Lineups her sich das Ganze mal anguckt, die vermeintlich Schwächsten vielleicht sind. Von vornherein, aber das glaube ich nicht, dass die hinterherfahren werden. Also ich glaube, die werden da fleißig und ordentlich mitmischen und auch nicht im unteren Mittelfeld. Also ich traue denen was zu und ich traue denen tatsächlich auch in Doren was zu, weil René die Bahn in Doren sehr gerne mag. Ja, der Paco, der wird da unbedarft herkommen und gerade sowas, glaube ich, das liegt ihm und das mag er, wenn es da ein bisschen derbe dahergeht bei uns am Eichenring. Und also ich bin gespannt und ich glaube, wir werden Freude an dem Team haben. Also die Nidda Crocodiles mit René Dettens und mit Paco Castagna, vielleicht die Außenseiter des German Speedway Masters 2022. Am 16. Juni geht's los in Euching mit dem Fronleichnamsrennen. Danach folgen Teterow und im Oktober das Finale auf dem Eichenring in Doren. Ein Team haben wir noch, nämlich eine Juniorenmannschaft. Mit der beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von unserem Dirt Live Talk. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.